Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Trollface Quest 3. Wir machen den Hattrick voll, es ist heiß draußen, es ist heiß in diesem Zimmer, aber deswegen habe ich auch ein möglichst legeres Hemd an, um diese Trollerei mit euch gemeinsam durchstehen zu können. Ist der dritte Teil, das bedeutet, es gab schon zwei vorherige Teile für diejenigen, die die Serie vielleicht gar nicht kennen. Und das ist ein Spiel, in dem man, hier steht es ja sogar, Trollface Quest 1 und 2, ist ein Game, in dem man getrollt wird. Also man muss irgendwelche Rätsel oder Puzzle lösen. Und fliegt dabei meistens virtuell auf die Fresse. Start Game. Okay, das ist die Troller Lisa. Sehr, sehr schön. Und die wird gestohlen von einem Troll. Deswegen ist der Typ voll böse und reckt seine Faust in die Höhe. Und jetzt muss die Troller Lisa wohl wiedergefunden werden. Mit dem Auto fährt man durch die Gegend. Es kommt eine Bombe. Und die Bombe ist explodiert, wie ihr es eben gesehen habt. Das ist krass. Das heißt, wir brauchen irgendwas, um die Bombe aufzuhalten. Das fängt schon mal wirklich wieder grandios an. Hier muss man irgendwo rumklicken. Es ist meistens eigentlich nur rumklicken, rumklicken, rumklicken und rumklicken. Ah, guck mal, man kann wieder bremsen. So, und dann kommt die Bombe einfach und dann fährt man halt wieder weiter. Und er explodiert dann trotzdem. Das wegmachen und weiterfahren. Ich bin einfach ein Genie meiner Zeit. Wenn mein Vater, na gut, sagen wir vielleicht Urgroßvater oder Ururgroßvater oder Ururgroßvater, nicht Albert Einstein war, dann, ja, click me. Habe ich drauf gedrückt. Ist explodiert. Soll ich dich wohl nicht klicken. Muss ich dann auf me drücken? Auch nicht. Gibt's hier irgendwo ein me mit M-E? Das ist schon tricky hier. Wo muss ich da? Hier, da, auf ME beim Menü. Und damit habe ich direkt hinbekommen. Ja, habe ich mal wieder gut was gedacht. Und hier haben wir eine klassische Situation. Ein junges Flittchen, eine Straßendirne, steht rechts im Bilde und möchte sich diesen Apfel sicherlich gerne einverleiben. Das war super. So macht man Frauen heutzutage an. Sie möchten abgebissenen Apfel. Dann beiß einmal rein. Und das war's. Schöne Werbung für Apple auch noch oben drauf. So habe ich das gerne in meinen Videos. Und ihn hier. Es klingt wie ein menschlicher Rasenmäher. Ah, warte mal. Also, man führt das hier. Achso, man darf mal wieder nicht an den Rand ran. Man führt das hier rüber. So, jetzt weiß ich, wie man das steuert. Nämlich so durch entgegengesetzte Bewegungen. Ist ganz schwierig, das könnt ihr jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Aber ich hab's hinbekommen. Also die Steuerung wurde quasi invertiert und man musste dann das Trollface eben auch noch dahin bewegen. Yo, Level Nummer 5, das ist schon mal deutlich einfacher als der zweite Teil. Dann bin ich wieder viel mehr eher an den ersten. Level complete, alles klar. Da muss ich einfach nur auf den Typen draufklicken. Ertrinkst du? Ja. Okay, gut zu wissen. Ertrinkt er auch, wenn ich gar nichts mache? Oder überlebt er dann durchgehend? Ich muss mal die ganz schnell rauslassen. Oder kann er vielleicht pupsen? Weißt du so, dass der Pups-Impact ihn nach oben schleudert? Das ist jetzt hier schon ein ganz schönes Ding. Natürlich möchte ich das Ganze wieder möglichst ohne Walkthrough hinbekommen. Das heißt, natürlich sind hier Schnitte drin, aber ihr dürft mir vertrauen, dass wenn ich in eine Komplettlösung mal schauen würde, würde ich euch das auch sagen. Ah, das ist jetzt eine tricky Situation, die wir hier haben. Ich glaube, da trinke ich mal. Wo ist es? Gib's mir was. Sag mal, da. So. Schlückchen Wasser. Während den heißen Tagen immer genug trinken, liebe Kinder. Ich habe den Spot gefunden.
Man muss den Stein beiseite schieben und dann kommt der Strudel da raus. Wow. Okay. Aber das muss ich mir mal merken. Es hilft tatsächlich, sich kurz zurückzulehnen und einfach nur einen Moment wirklich abzuwarten und sich das Bild nochmal genau anzuschauen, wie ein Künstler, der Aktmalerei betreibt. Und dann irgendwann findet man die mögliche Lösung. Habt ihr früher auch immer so, ich hab gerne mal so im Bad, ne, wenn ich dann so das Wasser abgelassen hab, als junger Bub, dem Strudel zugeschaut, ne, dann da so kam in der Badewanne, der Kleine, fand ich immer faszinierend. Also, nächste Situation, ein niederer Cojones möchte hier den armen kleinen... Hat schon mal nicht so gut funktioniert. Hat auch schon mal nicht so gut funktioniert. Okay, habe ich ihn einfach mal beiseite geschoben und da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Komm schon, vielleicht entdeckst du dabei das Gesetz der Schwerkraft neu. Darum geht's doch eigentlich. Oh. Oder der Apfel bringt dich um, weil man den Baum plötzlich ranzoomen kann. Das ist natürlich auch eine sinnvolle Nummer. Hallo, kleiner Specht. Okay. Ich nehme das einfach so hin. Was ist mit ihm los? Er rennt gegen die Wand. Oh, der Arme. Ich weiß nicht, wie genau ich das so eben hinbekomme, aber wie, also... Bei dem Spiel einfach nicht nachfragen, wenn es klappt. Ne? Es ist eher einfach nur rumgeklicke und entweder findet man halt früher die Lösung oder später. Telefon. Call Troll. 333-2211. So mit Troll ist wahrscheinlich eher gemeint, dass man die Buchstaben einfach nehmen soll. Also T-R-O-L-L. Ey, ich hab's sofort richtig gemacht. Ein bisschen stolz kann man da schon mal sein. So, hier haben wir eine Mamuschka. Heißt das Mamuschka? Das ist doch Mamuschka, oder? Hier ist so ein kleiner... Was macht der? Ich weiß nicht, was das da macht. Und da drin befindet sich bestimmt am Ende... Okay. Kaka. Das ist schon ein bisschen... Bisschen eklig, dass jemand in diesen... Was macht denn der Fleck da? Ist der auf meinem Bildschirm? Nee, der ist schon hier dazugekommen, der Fleck. Also, hier ist ein Fleck, Leute. Leider kann ich diesen Fleck auch gar nicht bewegen. Also, jetzt kommt jedes Mal wieder Kaka raus. Ist natürlich ein Problem, das man oft hat, gerade wenn man die auf dem Flohmarkt kauft, ne? Kann es sein, dass der Vorbesitzer sich einfach dachte, gut... Toilette ist voll, verstopft, kein Toilettenpapier mehr da. Wo lege ich denn, wo verwahre ich mein Stoffwechselendprodukt? Und da bietet sich so ein Dingens natürlich an. Okay, da ist es tatsächlich direkt. Das kann man nur, wenn man, hier guck mal, wenn man das jetzt noch aufmacht, ich war da nämlich vorher schon dran, dann geht das direkt weg leider, ja? Dann kannst du nicht gewinnen, aber wenn du beim ersten Mal das hier aufmachst und dann drauf gehst, dann kannst du darin, das sieht echt eklig aus. Also wenn sowas nachts auf mich zukommen würde, du... Da wäre ich aber schon ein bisschen gescared. So, hier haben wir eine Gießkanne mit einem Totenkopf drauf. Wenn die draufgelegt wird, stirbt die Pflanze. So, gedeiht sie. Und am Ende braucht man wohl das andere Zeug. So. Ja, es ist super lustig. Hahaha. Ich habe mir auch wirklich fast in die Hose gemacht. So lustig ist das. Das hat wohl nicht so gut funktioniert. Also nach zweimal draufhauen. Okay. Das war jetzt ganz nett mit diesem. Schön. Wirklich, es ist eine grandiose Nummer. Auch wie künstlerisch hier einfach das Trollface immer wieder von neuem umgesetzt wird. Und man das Level leider failt. Man muss es wohl zum Lachen bringen.
ja, einfach nur gedrückt halten. Also, das war auch schon mal beim zweiten Teil bei einem Rätsel so. Damit kriegen die mich nicht mehr. Ja, ich bin auch wirklich schon deutlich. Ich freue mich sehr, dass ich hier wohl nicht so ewig dran sein werde wie am zweiten Teil. So, hier sind wir auf einem wunderschönen Boat Race ganz alleine. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Oh, nicht rückwärts. Das ist die falsche Richtung. So, einfach das Finish eben zu dem Sportler ziehen, wenn es schon so nicht klappt. D, U, Dumm, da, Damm, Damm, okay. Das war eingegeben direkt. Ich bin gar nicht dumm, ich bitte dich. Ich will gar nicht wissen, was da hinter dem Rad so vor sich geht. Also man kann das nicht eingeben, das ist es nicht. Ah, cool. Das ist sehr erwachsen, liebes Spiel, mich hier so zu beleidigen. Ich meine, ich gebe mir größte Mühe, hier meinen bescheidenen Intellekt unter Beweis zu stellen. Und dann kommen da solche billigen Nummern. Kokosnüsse. Level failed. Okay, ich dachte schon fast, vielleicht hat man es ja sogar geschafft. Was ist hier? Also er darf nicht die Kokosnuss auf den Kopf bekommen. Sondern man muss ihn einfach diese... Das ist auch eine ziemlich eklige Krabbe, ne? Das ist bestimmt irgendein entfernter Verwandter von Mr. Krabs, der hier noch so ein bisschen so sein Dasein fristet. Kann mir gut vorstellen. Level 19, ein Fernseher. Mit mehreren Tasten, die hier alle rot umkringelt wurden. Und das Level habe ich gefailt. Das ist ja der originale Trollololmann. Zumindest auch ein bisschen komisch gezeichnet. Das ist echt ein Zeichenstil, der einen so ein bisschen ausfreaken kann. Aber schön. So, I'll easily spot 5 differences. Jetzt kommen wir zum großen Finale. Wir möchten ja eigentlich die Troller Lisa, oder wie auch immer sie genau genannt wurde im Intro, zurückbekommen, die hier von so einem sympathischen Typen geklaut wurde. Und wir müssen eben 5 Unterschiede festmachen, aber das wird bestimmt am Ende nicht das Ende sein. Man muss wohl viel, viel mehr Unterschiede, oder was heißt viel, viel mehr Unterschiede? Ich meine, das wird am Ende nicht das ist am Ende bestimmt das Ende der Geschichte, so, wenn ihr mich versteht. Es wird bestimmt am Ende nicht die Lösung sein, diese ganzen Unterschiede festzustellen, sondern es kommt dann noch irgendein Witz, irgendein Trick, deswegen ist das ja dieses, heißt dieses Spiel ja Trollgedöns, Face Quest. So, was ist denn der nächste Unterschied hier, oder der letzte? Fahr ich einfach mal ab, ne? Bin ich einfach mal ein knallharter Dude. Wo ist der letzte Unterschied? Hintergrund habe ich eigentlich schon abgecheckt zum größten Teil. Da oben in diesen Streifen ist er auch nicht drin. Ich finde es nicht. Ich komm nicht drauf. So viel ich auch vergleiche, ich komme nicht auf die endgültige Lösung. Okay, jetzt fängt es wieder an, anstrengend zu werden tatsächlich. Jetzt bin ich so in der Phase angelangt. Kaum bleibt man wirklich länger an einem Level hängen. Also das ist ja eigentlich erst das zweite Level, wo ich hier länger hängen bleibe. Abseits davon, dass ich ja eh hängen geblieben bin. Vielleicht ist der Troll auch, dass das schon das Ende vom Spiel ist. Ja? Das wäre natürlich der ultimative Troll, wenn es gar kein Endscreen gäbe und das hier das Ende des Spiels darstellen soll und halt man hier einfach Ewigkeiten sitzt, bis man dann irgendwann mal seinen Stolz überwindet und doch in irgendeine Lösung schaut. Und dann merkt, okay, es geht einfach nicht weiter. Ah, das tut einem wirklich innerlich weh hier. Das tut richtig weh. Was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage am Flughafen Berlin-Tegel. Wir fragen uns alle, was ist die Lösung? Bei Trollface Quest 3. Ich bin
bin auch so weit gekommen ohne Walkthrough. Ich will jetzt nicht nachgucken. Auf der anderen Seite würde ich mich halt mega ärgern, wenn ich mit meiner Theorie recht hätte, dass es hier gar keine Lösung gibt. Und dass das einfach der ultimative Troll ist. Der am Ende als Trumpfkarte ausgespielt wird. Es war auch so schön vom Schwierigkeitsgrad bisher. Es war nicht zu vielleicht 1 drücken? Nee, auch nicht. Es hilft nichts. Ich find's nicht raus. Ich gebe mich der Troller Lisa geschlagen. Es lief super gut, durchgehend, ohne in irgendeine Art Walkthrough zu schauen, aber ich komme hier nicht drauf und hab echt keinen Bock bei der Hitze, da jetzt noch eine halbe Stunde rumzusitzen, bis ich irgendeinen Pixelpunkt finde, den ich drücken muss. Also, werde ich mir jetzt die Lösung besorgen. Ich hab das ganze Bild doch abgefahren! Mehrmals! In langsamer Todesgeschwindigkeit! Bis zum geht nicht mehr! Und dann habe ich diesen einen Pixel hier! Diesen einen Pixel nicht gefunden. So, und jetzt schaut euch mal an, was passiert. Es war natürlich genauso, wie ich es mir gedacht habe, dass es nicht an irgendwelchem Skill oder dass man irgendeine bestimmte Lösung finden muss. Ich meine, was ich mir zwischendrin noch gedacht habe, ja, ich muss vielleicht da selbst noch was einkreisen oder vielleicht muss ich die Tasten drücken. Nein, man muss nur hier irgendwie rumfahren und vielleicht mit etwas Glück findet man dann halt diesen Punkt hier und entdeckt das da. Diesen einen Pixel. Final Comics, please. Das habe ich mir verdient. Dieses Bild habe ich mir verdient. Und jetzt hat er die Venus de Trollo geklaut. So, für diese zwei Bilder saß ich jetzt hier, keine Ahnung, wie viel länger dran. Der Rest der Aufnahme lief ja sehr, sehr gut. Aber tatsächlich hat dieses Spiel, oder der dritte Teil dieser Reihe, es jetzt zum ersten Mal geschafft, mich auch in einem gewissen Grade bis zum Ende zu trollen. Dass ich wirklich sagen musste, okay, jetzt bin ich an einem nervlichen Limit angelangt, wo ich hier nicht mehr davor sitzen kann und stundenlang rumklicke, bis ich dann irgendwann durch Zufall den Punkt finde. Es geht halt wirklich eigentlich immer nur um Rumklicken. Es geht immer nur um Rumklicken und darum, einen gewissen Punkt zu finden. Und hin und wieder hat man halt das Auge dafür, wie bei den 19 anderen Leveln. Und manchmal halt auch nicht. Und dieses Mal war es leider nicht so. Es ist sehr, sehr hart, aber ihr könnt mir sehr gerne einen kleinen Teil meines Leides abnehmen, wenn ihr so freundlich wärt, einen Kommentar und oder eine Bewertung zu hinterlassen. Mir hat es jedenfalls, naja, zu gewissen Teilen Spaß gemacht, euch hoffentlich eine ganze Ecke mehr. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschüsschen.